Hallo zusammen. In meinem wöchentlichen Kork-Chat gibt es auch für die Teilnehmer immer eine kleine Hausaufgabe. Dieses Mal ist die Aufgabe, den Titel Banks of the Ohio zu interpretieren. Ein ganz einfaches Lied, was in jeder Orgelschule gleich in Band 1 ist, meistens sogar die erste Melodie, weil diese Melodie besteht nur aus 5 Tönen. Nun ist es die Aufgabe, diese wirklich sehr einfache Melodie möglichst stimmungsvoll zu interpretieren. Und das mit den Möglichkeiten, die uns ja das Keyboard bietet. Also keine große Technik fürs Spielen, aber Technik des Keyboards. Einen Style habe ich mir auch ausgesucht. Das ist Hawaii 1 in der Gruppe Country Welt. Und man kann sehen, hier unten die Backing-Funktion habe ich ausgeschaltet. Das geht folgendermaßen über die Taste Global und Menü. Gehen wir in Mode Preference auf Style 2 und da habe ich hier oben das Häkchen ausgeschaltet. Diese Einstellung bewirkt, dass wenn kein Style an ist, die linke Hand auch stumm bleibt. Das hat folgenden Hintergrund. Ich möchte mit einem Pad beginnen. Ich habe mir das Pad Ukulele ausgesucht. Dann Country Guitar 3 und Country Guitar 1 aus der Musikantabteilung. Der Rhythmusautomat ist zunächst ausgestellt. Ich möchte nur beginnen mit dem Pad.
Ja, versucht es gerne selbst einmal.